Wir, beziehungsweise ich suche dich. Ja, dich. Und zwar hier für die Reini Rossmann Werkstätte. Das heißt, dieses Video ist A, billige Eigenwerbung und B, eine Stellenausschreibung. Klingt komisch, ist aber so. Also wenn es dich interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Wieder mal ein Video in ganz eigener Sache. Und zwar, es geht um die Reini Rossmann Werkstatt. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, produzieren wir unsere eigenen Produkte hier in Österreich. Wir sind in Niederösterreich ansässig, im Süden von St. Pölten, wenn ihr das was sagt. Und zwar, wir produzieren unsere eigenen Feuerstahlhalterungen für unterschiedlichste Messer. Wir machen Container, die man zum Beispiel für Armbrüste, hier die Stinger, hier die Flat, platzieren kann, montieren kann. Wir machen Survival-Ausrüstung, nämlich eigene Feuerstelle, eigene Feuerstahlhalterungen. Wir machen zum Beispiel das hier, das um ein Feuerzeug oder eine Lampe auf einem Messer zu montieren. Wir haben eigene Universalhalterungen, zum Beispiel für Paintball-Revolver. Ja? Solche Lösungen, um eine Lampe oder Laser oder Wartungsmaterial beziehungsweise hier solche kleinen Teilchen hier, Trommel montieren kann. Und das ist nur eines von vielen. Wir haben eigene Pfeilköcher, eigene Pfeiladapter. Wir machen kleinere Experimente, um zum Beispiel bei Armbrüsten noch einmal Tuning zu machen. Wir haben Steckscheiden für Leatherman, für Victorinox Messer, dann vielleicht für das hier, dieses Böker Out of the Front, 42A konform, auch in Deutschland, ja. Erwerbbar, führbar, besitzbar, aber billige Eigenwerbung, gebe ich natürlich auch den Link zum Messer und natürlich auch zu unserer Scheide. Das bedeutet, wir machen hier ganz, ganz viel. Wir setzen auf Vielfalt, das ist unsere Strategie. Bedeutet, wir schauen uns an, wo gibt es ein Problem im Survival, Outdoor, Bushcraft, Schießsport, sage ich jetzt mal so, im Armbrustbereich oder auch bei Paintball, und entwickeln dann spezielle Lösungen und können das mit mehr oder weniger Aufwand mit unseren Druckern hier vor Ort lösen. Das finde ich einmal cool. Das ist die Eigenwerbung, all das Zeug gibt es natürlich bei mir im Shop, aber wir suchen dich. Ich brauche Hilfe, ich brauche wirklich Hilfe, nämlich dahingehend, momentan bearbeite ich das. Ja? Also wir haben einige Mitarbeiterinnen, die sich um den Support kümmern, die sich zum Beispiel um die Buchhaltung kümmern. Wir haben die Claudia, die ganzen technischen Sachen, die es mit den Druckern und mit den Zeichnen gibt, abhandelt. Das ist großartig, alles super. Aber ich brauche jemanden, der mir bei dieser Sache hier hilft. Und zwar beim, wie man so schön sagt, ich muss leider auf Neudeutsch sagen, Fulfillment. Was bedeutet das? Wir produzieren die, die kommen hier am Fließband sozusagen raus und müssen dann nachher qualitätskontrolliert werden, müssen dann angepasst werden, müssen dann gesäubert werden, müssen dann verpackt werden und müssen dann zu unserem Versandpartner nach Wien. Wir haben einen Versandpartner in Wien, der für uns den gesamten Versand schaukelt. Also all die Messer, die wir haben, unsere eigenen Messer oder diese Armbrüste hier. Die werden aus Wien verschickt, weil das ist einfach zu groß. Ja. Das macht hier bei uns in St. Pölten keinen Sinn. Und, aber das hier produzieren sehr wohl, weil da muss ich mit dabei sein. Das heißt, du arbeitest, wenn dich das interessiert, wie gesagt, Niederösterreich, St. Pölten, Österreich, ist eine Vollzeitstelle. Ja, absolute Vollzeitstelle. Ja, sogar noch mehr, wenn du magst. Aber nein, natürlich, ja, eine Vollzeitstelle, das war jetzt Spaß. Und arbeitest sehr eng mit mir und mit der Claudia zusammen. Das heißt, wir entwickeln das. Ja, wir entwickeln das und du kannst natürlich auch deinen Input dazugeben, das ist ganz klar. Das heißt, eine Beziehung zu diesen Bushcraft-Messer-Geschichten muss schon da sein. Deswegen mache ich das Video auch hier am Kanal, denn sonst könnte man einfach eine Stellenausschreibung in irgendeiner Zeitung machen oder in einem Portal und dann kommen halt irgendwelche Leute, die alle lieb und nett sind. Aber ich brauche dich, nämlich du hast eine Liebe für Messer oder für Armbrüste oder für beides, für Bushcraft, für Outdoor, für genau das Zeug, was ich halt mache. Und ich brauche da nicht erklären, was ein Messer ist und wie das funktioniert, sondern du weißt das und du magst das und du willst das machen. Und deine Aufgabe ist es, um ganz konkret zu sein, aus den Druckern diese Teile rauszuholen, sie qualitäts zu kontrollieren, sie anzupassen, sie zu bearbeiten, sie schön zu machen. Das ist alles, was der Reini momentan macht. Das ist absolut Wahnsinn. Und dann verpackst und dann zu unserem Versandpartner Sortenrein natürlich schickst. Und von dort geht es dann direkt zu den Kunden. Ja, das ist die Idee.
Und wenn du in diese Sache natürlich hineinwächst, dann wirst du auch bei der Entwicklung natürlich mitarbeiten können. Es ist immer so, dass ich alle Mitarbeiter, die sich dafür eignen und die auch Interesse daran haben, in diese Entscheidungsprozesse mit reinhole. Das ist einfach so, das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich glaube, dass viele Köpfe meistens auf mehr Ideen kommen. Das heißt, nicht unbedingt bessere Ideen als ein Kopf. Aber wenn mein Kopf nicht unbedingt auf gute Ideen kommt, dann vielleicht deiner. Und daher ist das ein Miteinander, es ist eine Synergie. Und ja, würde mich ganz einfach freuen, dich hier begrüßen zu dürfen. Was bedeutet das jetzt? Wenn dir das interessiert, wenn du sagst, okay, Vollzeitstelle hier in der Rainer-Rossmann-Werkstatt im Süden von St. Pölten, das ist in Niederösterreich. In Österreich ist es, wie gesagt, wenn du in Berlin bist, das tut mir irrsinnig leid. Jeden Tag hin und her pendeln ist blöd, aber es sind auch Deutsche willkommen. Ernsthaft jetzt, aber du musst halt da bei uns in Österreich zurechtkommen wollen, sollen, dürfen und so. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Gebe ich dir unten den Link, dort kommst du auf die Stellenausschreibung. Dort kannst du dich dann per E-Mail bewerben. Du wirst dann einmal kontaktiert. Und ja, du wirst einmal abklopft. Und wenn das passt und wenn es für dich passt, ja, dann machen wir zwei ein Vorstellungsgespräch und schauen uns ganz einfach an, ob du das cool findest hier. Fragen? Stell sie sehr, sehr gerne. Wenn du jemanden weißt, der da genau passen wird, aber der das Video vielleicht nicht kennt und diese Stellenausschreibung vielleicht nicht kennt, dann teil das bitte. Da bin ich irrsinnig dankbar dafür, denn wir expandieren in diesem Bereich und haben da noch sehr, sehr, sehr viel vor. Danke einerseits einmal an alle Mitarbeiterinnen, die da mitmachen. Sie sind nur Mitarbeiterinnen, deswegen kann ich das so sagen. die das, den ganzen Laden am Laufen halten. Danke euch, großartige Arbeit, das ist Punkt A. Punkt B, danke an alle Kunden, an alle, die mich und meine Arbeit unterstützen. Da mag ich auch noch einmal ganz herzlich Danke dazu sagen. Ob du jetzt ein Reselling-Produkt kaufst oder auch die ganzen Leute, also ich möchte mir das Wahnsinn, die unsere Messer kaufen, die unsere Produkte hier kaufen. Das ist einfach abartig super. Danke, 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 danke. Hätte man niemals gedacht, dass das so super ist. Dankeschön dafür. Und ja, alle Zuschauer, auch wenn du noch nie was bei mir gekauft hast, sage ich trotzdem Danke. Warum? Weil es einfach cool ist, dass du zuschaust. Bis hierher. Dein Rainer Rossmann. Gib da unten den Link. Bis dann und ciao, ciao.